Es ist schon wieder Ende des Monats und damit wird es Zeit, drüber zu schauen auf die besten und schlechtesten Filme des vergangenen Monats, also des März, zumindest aus meiner Sicht. Habe ich so ein bisschen zusammengeschrieben bei denen, was sind es? Ich glaube 13 Filme, die ich gereviewt habe. 8 davon sind im Kino gestartet, 3 auf Amazon Prime Video, 2 auf Netflix, neben natürlich noch Serien und Co., die ich besprochen habe, um mal herauszuarbeiten, was fand ich eher enttäuschend und würde die Finger davon lassen, wenn ihr jetzt gerade zum Beispiel über die Osterfeiertage sagt, soll ich ins Kino gehen und wenn, was schaue ich mir da an oder was könnte ich zu Hause gucken? Und ich wünsche euch natürlich auch schöne Ostern an dieser Stelle. Oder Filme, wo ich sage, oh, die konnten tatsächlich was. Und dieses Mal muss ich sagen, ist das Mittelfeld, über das ich sonst eher weniger rede, verstärkt, aber auch wieder einige Enttäuschungen dabei. Aber auch ein paar spannende Sachen. Aber so ganz große Top-Filme, da war im Februar deutlich mehr zu holen, sind jetzt nicht unbedingt dabei. Aber fangen wir erst einmal unten an mit, aus meiner Sicht, leider Chantal im Märchenland. Der Film macht zumindest laut ersten Schätzungen einen Run in Richtung 700.000 Besucher übers Osterwochenende, was ein ordentlich starker Start ist, wenn wir überlegen, das Fuck You Goethe 3, das Ganze ist ja hier ein Spin-Off, noch 6,3 Millionen Zuschauer hatte, mal gucken, was für Langläuferqualitäten der dann mitbringt, aber ich muss sagen, Bora Daktikin erzählte die Geschichte von Chantal, gespielt von Jella Hase einmal mehr, die in ein Märchenland gezogen wird und dann so Klischees der unterschiedlichen Welten aufeinandertreffen, es geht dann um Diversität, es geht um Selbstbestimmung, das sind alles Themen, die kann man wirklich ansprechen, aber ich finde dieser Humor, der so zwar auf junge Sprache getrimmt wirkt, aber so konserviert aus der Fuck You Goethe-Zeit irgendwie nicht mehr passen. Fühlt sich nicht so an, als hätten wir eine Pandemie dazwischen gehabt und irgendwie auch eine Weiterentwicklung der jüngeren Generation. Und ich so im Kinosaal saß und dachte, ernsthaft? Das fühlt sich irgendwie einfach nicht nach etwas an, wo ich sage, bin ich sofort dabei, hab nicht einmal geschmunzelt oder lachen müssen. Fand ich immer wieder echt anstrengend und wenig progressiv, was der Film zumindest vorgibt zu sein. Chantal im Märchenland ist, glaube ich, maximal was, um sich hinzusetzen und zu sagen, hey, ich vergesse die Welt da draußen. Für mich der schwächste Film im März, ehrlicherweise. Gefolgt von Damsel, ebenfalls ein Märchen, das quasi keinen strahlenden Retter braucht, aber dann trotzdem so viel drüber ist. Von Kostüm und Make-up bis hin zur wahnsinnig vorhersehbaren Geschichte mit Millie Bobby Brown in der Hauptrolle. Könnt ihr euch das Ding auf Netflix anschauen? Ist es vielleicht so ein bisschen vom CGI-Look eines Drachen, den wir da so präsentiert bekommen, noch einigermaßen ansehnlich. Aber ansonsten in weiten Teilen eine ziemlich langatmige Geschichte von einer jungen Frau in einer Höhle, die verloren ist und einer Prinzessin, die versucht, sich da wieder rauszukriegen. Kämpfen und vielleicht auch selbst ein Stück weit Rache zu üben. Ebenfalls bei mir ein Film, wo ich sage, jetzt wird es langsam fies, habe ich das Gefühl, Miller's Girl, da habe ich mich auch sehr gefreut auf den Film, unter anderem Martin Freeman und Jenna Ortega. Es ist die Geschichte von Cario Sweet, einer jungen Frau, die das Schriftsteller-Dasein liebt, die gerne schreibt, die in ihrer Highschool oder College eine besondere Verbindung aber zu einem der Lehrer aufbaut, eine, die aber so nicht sein darf, mit sexuellen Spannungen und körperlichen Aufladung, dann kippt der Film nach einer wirklich atmosphärischen ersten halben Stunde in so ein komplett toxisches Verhalten, in dem eine Frau oder fast alle Frauenfiguren so wahnsinnig boshaft sind und Männer ihren niedrigen Trieben nicht widerstehen können. Ich so dachte, was ist denn das für eine gefühlte Fanfiction, die man hier präsentiert bekommt von so einer typischen Student-Teacher-Relationship-Nummer, sodass ich auch da sagen muss, ey, da bin ich raus und dachte, krass, ey, der Trailer hatte ich Bock drauf, sah für mich gut aus und dann zog sich das in so eine, mit gifttriefender Nummer dahin, wo ich dachte, boah, das hätte ich nicht gedacht, dass es wirklich diesen Richtung einnimmt und war sehr enttäuscht von Miller's Girl. Und dann schließen wir das Feld der eher enttäuschenden Sachen noch ab mit wahrscheinlich dem größten Blockbuster dieses Monats, nämlich Ghostbusters Frozen Empire. Auf den habe ich mich sehr gefreut, war vor allem der letzte Ghostbusters-Film Afterlife bzw. Legacy so richtig diese Vibes der 80er Jahre zurückgeholt hat. Aber jetzt ist hier kein Reitman mehr auf dem Regiestuhl, sondern mit Jill Kennedy jemand anders. Und ich finde, bei Ghostbusters Frozen Empire, auch wenn die Handlungen, oder das ist eigentlich auch ziemlich sinnwiedergebend, die Handlung nach New York City zurückverlagert wird, in das bekannte Feuerwehrhaus. Da kennt man schon relativ früh in Ghostbusters Frozen Empire, dass der gesamte Film so viel versucht, auf diese eigene Legendenbildung zurückzugehen, auf New York. Man holt alte Ghostbusters zurück. Die neuen haben im Vergleich zum Vorgängerfilm kaum Zeit, sich selber zu entwickeln, selber da zu sein. Dann wird so eine leichte romantische Ebene aufgemacht, die dann auch aber irgendwann einfach unterbrochen wird. Und der Film plätschert so 75 Minuten vor sich hin, bis ansatzweise irgendwas passiert, weil der Trailer hat uns schon die größten Szenen vorausgenommen, weil er mündet in so einem sehr kleinen Showdown und die Idee von einem Bösewicht, der sich durch Angst nährt und damit alles zu Eis erstarren lässt, die trägt dann auch gar nicht mehr. Neben einer wirklich starken Eröffnungsszene in Ghostbusters Frozen Empire habe ich mich leider weite Teile des Films ziemlich gelangweilt und das war recht schade. Da
Dann haben wir ein großes Mittelfeld, unter anderem für mich dabei Roadhouse, das Remake von Patrick Swayze-Film mit Jake Gyllenhaal und Conor McGregor unter anderem. Hat ein paar saftige Punches, aber wieder doch irgendwie zu weird immer wieder. Auch die Verlagerung an die Küste Floridas, wo sich Leute ständig prügeln an so einer eigentlich paradiesischen, in so einer paradiesischen Landschaft. Und auch mit Bill Magnussen hier einen Gegenspieler, bei dem ich immer wieder so dachte, oh, das ist so ein langweiliges Abziehbild, fand ich schade. Auch ein Kung Fu Panda 4 hat mich leider relativ enttäuscht. Ich habe den ersten Teil geliebt und ich mochte das Franchise bis zum dritten Teil, was auch immer für große und kleine was war. Jetzt hatte ich das Gefühl, ist die Zielgruppe deutlich verjüngt und die Geschichte nicht mehr so sehr die von Poe, der auch seine Feinde immer geliebt und admired, also bewundert hat. Und dieser Traum von dem Drachenkrieger ist zu jemandem geworden, der sich eigentlich davor drücken will, weiter aufzusteigen und einen weiteren Weg zu gehen. Ebenfalls im Mittelfeld hätte ich noch Spaceman, den Netflix-Start mit Adam Sandler in der Hauptrolle, lief ja auch dieses Jahr auf der Berlinale. Sehr spezieller Film mit so transzendaler Musik, aber irgendwie gab es da so eine gewisse Welle, auf der ich gerne auf philosophischer Ebene mitgeschwommen bin. Dann hätte ich noch Ulala, wer ahnt denn sowas, den französischen Film, der mit so einem typischen bissigen Komödienansatz daherkommt, in dem eine adlige Familie und eine Familie aus einfachem Hause aufeinandertreffen, alle eint, dass sie stolz darauf sind, Franzosen zu sein, bis die Kinder dieser jeweiligen Familien, die heiraten wollen, als Geschenk beschließen, DNA-Tests zu überreichen und sich dann zeigt, dass man doch andere Nationalitäten im eigenen Blut hat und da wird man mit seinen eigenen Vorurteilen konfrontiert. Erste Hälfte, richtig gut und bissig. Zweite Hälfte, dann viele Klischees und zieht sich. Dann hätte ich im Mittelfeld noch One Life, eigentlich ein feiner Film rund um einen Mann, der im Zweiten Weltkrieg 669 Kinder aus Prag gerettet hat und es geschafft hat, oder kurz vor Ausbruch des Ersten Weltkrieges, sie nach London zu bringen und basiert auf einer wahren Geschichte, eine eigentlich tolle Geschichte, die in zwei Zeitebenen spielt und die aktuellere mit Anthony Hopkins hat dabei emotional deutlich mehr Wirkung als die, in der sich eigentlich das Geschehen wiederträgt. Wir finden natürlich zu all diesen Sachen ausführliche Reviews hier auf meinem Kanal und das Mittelfeld schließen wir ab mit Ferrari, dem neuesten Michael Mann-Film mit Adam Driver als Enzo Ferrari. Ein ganz kleiner Ausschnitt seines Lebens wird erzählt und die Schaffenskraft von ihm und gleichzeitig aber auch sein Leben zwischen mehreren Frauen und die Gefahr des Autorenns und das auch auf öffentlichen Straßen. Und da kommen wir zu den drei Filmen, wo ich sage, oh, die konnten was, aber alle relativ klein. Nämlich zum einen hätte ich der Radical, eine Klasse für sich, ein mexikanischer Film rund um einen Lehrer und wahre Geschichte, der sich einer Schulklasse annimmt in einer sogenannten Strafschule, in der die Gesellschaft korrumpiert ist, Drogenhandel täglich auch im Umkreis der Schule stattfindet oder Schülerinnen teilweise am Rande von Müllkippen leben und tagsüber versuchen müssen, Müll zu sammeln, um daraus irgendwie Geld zu machen. Und dieser Lehrer hat einen ganz anderen Ansatz, um diesen Kindern etwas beizubringen und schafft es, sie zu inspirieren und zu zeigen, dass kluge Geister überall geboren werden auf der Welt und man sich da auch ein Stück weit rausarbeiten kann. Ich mochte den Film wirklich sehr, weil er eine schöne Perspektive hat. Dann auf Platz 2 für mich Dream Scenario, A24-Film mit Nicolas Cage in der Hauptrolle. Super weirder Film. Er spielt hier Paul Matthews, einem Mann, der ein Biologieprofessor ist und Familienvater und sehr unscheinbar ist, bis ihm seine Tochter erzählt, Papa, ich habe von dir geträumt. Und er sagt so, naja, kann ja mal passieren. Und was habe ich gemacht in einem Traum? Du hast einfach nur so dagestanden. Aber stellt sich raus, dass immer mehr Menschen von ihm träumen. Freunde, Familie, seine eigenen Studenten und irgendwann alle Menschen rund um den Erdball. Und damit wird er zu einer Berühmtheit, die vielleicht sogar vermarktbar ist, aber diese Träume könnten sich auch in erotische oder Albträume kippen. Und was macht das mit den Menschen? Und was macht das mit einem selbst, wenn man berühmt wird ohne eigenes Zutun? Oder wenn man verhasst wird ohne eigenes Zutun? Und da gehen super viele Ebenen auf und wahnsinnig weirde Traumsequenzen. Und Nicolas Cage ist immer ein Blick wert. Ich mochte Dream Scenario und seine Abgefahrenheit. Nur hinten raus für mich ein Schlenker zu viel auf Influencer-Kritik, wenn man das unbedingt braucht. Und für mich auf Platz 1 im März amerikanische Fiktion bzw. American Fiction, unter anderem ja auch Oscar-Preisträger, mit Jeffrey Wright in der Hauptrolle. Den mochte ich richtig gerne. Erzählt von einem Monk, einem Hochschulprofessor, der, sag ich mal, in Beurlaubung geschickt wird, weil er immer auch ein bisschen straight ist mit seiner Haltung und seiner Meinung und sehr darüber enttäuscht ist, dass seine sehr gut geschriebenen Bücher sich nicht so gut verkaufen und ihn es nervt, dass es ein gewisses Bild davon gibt, wie schwarze Kultur in den USA zu funktionieren hat und sich dann auch die mit Klischee vollgepacktesten Bücher wahnsinnig gut verkaufen. Und er beschließt als großen Witz, genau so ein Buch zu schreiben, aber das wird ein Bestseller.
Und das wollen Leute auch verfilmen. Und auf einmal hat er eine zweite wahnsinnig erfolgreiche Identität geschaffen, mit der sich eigentlich nur lustig über andere macht. Und da finde ich, ist so ein sehr cleveres Aufeinandertreffen von Welten über Klischees, von dem Leben einer bestimmten Bevölkerungsgruppe und da drin verborgen ein ehrliches Familiendrama rund um ihn selbst. Und ich finde, das ist eine sehr clevere, fast wie Matruschka-artige Erzählweise, sodass American Fiction ein richtig feiner Film ist. Könnt ihr auf Amazon Prime Video zum Beispiel direkt anschauen. Okay, dann bin ich durch das kurze kleine Ranking der besten und schlechtesten Filme im März aus meiner Sicht. Hoffe, ich habe nichts vergessen und im April geht es dann natürlich wie immer weiter. Aber erst einmal schöne Ostertage. Ich bedanke mich fürs Reinschalten und wünsche euch ganz viel Spaß beim Filme, Serien und Dokus schauen.